Heute ist ein schöner Tag, schöner Tag, schöner Tag, schöner Tag. Kinder, wisst ihr, was das da ist? Ein Brief. Und da ist ein Stab. Schaut, das ist ein Zauberstab, gell? Und da ist ein Brief. Da steht was von Onkel Paul. Das muss ich jetzt lesen, ja? Wartet bitte einen Moment. Lieber Onkel Paul, ich weiß, dass du sehr neugierig bist. Also ich und neugierig, ich bin überhaupt nicht neugierig, sowas. Falls dir mein Brief und der Zauberstab in die Hände fallen sollte, die Hände fallen, das ist ja da gelegen. Versuch bitte nicht damit zu zaubern. Es könnte sonst passieren, dass du plötzlich ein anderer bist. Susi Strohhut. Na geh ich und neugierig, ich bin doch nicht neugierig. Allerdings ist so ein Zauberstab, der ist ja eigentlich zum Zaubern da, oder? Aber was sollte ich denn zaubern? Naja, vielleicht, was meint ihr, Kasperls Krokodil? Und mit dem kann ich dann schwimmen gehen. Also, wartet einmal, ich habe ein großes Zauberbuch. Das hole ich mir jetzt. Das ist wirklich sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Aber ihr seht, das ist ein großes Buch und da finde ich bestimmt jetzt einen Zauberspruch. Dann nehme ich mir jetzt einmal den Zauberstab und dann werde ich da einmal schauen. Ah, da, ich hab's. Also, ich hole mir jetzt Kasperls Krokodil. Helft mir ein bisschen beim Zaubern, bitte. Sarum, darum, rundherum, bin nicht klug und auch nicht dumm. Schwimm gar gern im grünen Nil, werde gleich zum Krokodil. Huch. Ich glaube, da ist irgendwas schief gelaufen. Ich versteck mich lieber, bevor das Paulinchen kommt. Das Buch nehme ich mit. Hoffentlich geht das wieder vorbei und ich werde wieder zu Onkel Paules. Hallo, liebe Kinder! Das ist das? Ein Brief? Und was war das? Onkel Paul? Das ist das? Aha. Das ist aber interessant. Und wenn ich das aufmache, steht da gar nichts drinnen, so ein komischer Brief. Und was steht da? Liebes Paulinchen, wenn du diesen Brief öffnest, kannst du lesen, warum ich nicht persönlich vorbeikommen kann. Also lesen ist gut, da steht ja nichts drinnen, haben wir gesehen. Den Zauberstab, Zauberstab. Ah, hier ist ein Zauberstab, ja. Ja, brauchst du natürlich auch, richte ihn auf die Seite mit dem Zaubermuster. Ah, sprich folgende Worte, nein, und du wirst überrascht sein. Liebe Grüße, Susi Strohhut. Ah, von der Susi. Ah, was steht denn da noch? Falls der liebe Onkel Paule es nicht lassen konnte, was ich befürchte, dann hilft nur mehr dieser Spruch. Wisst ihr, was passiert ist? Was ist mit Paule? Paule! Paule! Wo bist du denn? Paule! Wo ist er denn? Ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich
bin ja schon da. Paule? Bist du Paule? Ja, Paulinchen. Ich hab versucht zu zaubern. Geh, Paule, was magst du denn immer? Die Susi hat doch geschrieben, wie ich gesehen habe, dass du nicht zaubern sollst. Na geh, aber ich glaube, sie hat mir da was aufgeschrieben, wie ich dich da retten kann. Warte einen Moment, bitte. Halt das, Paule, ich muss da zaubern und muss lesen. Kinder, haltet mir die Daumen, dass ich den Pauli wieder zurückverwandeln kann. Echse, Mexe, sei nicht faule, werde wieder Onkel Paule. Paulinchen, danke dir, danke, danke vielmals, danke, danke. Liebe Kinder, ich bin so froh. Ich glaube, ich muss jetzt gleich in den Wald laufen und mich freuen, dass ich wieder der Onkel Pauli bin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, und ich werde jetzt den Brief lesen, den die Susi da geschrieben hat. Jetzt muss ich das öffnen, wie sie gesagt hat. So. Und muss zaubern. Exe, Mexe, Tuda, Bu, liest der Brief sich selbst im Nu. Hallo, liebes Paulinchen. Sicher hast du schon gelesen und davon gehört, dass ich Susi Strohhut, den Drachen Hieronymus, ins Vulkanland begleite. Eigentlich wollte ich ja heute bei dir in Wien sein, aber das habe ich nicht geschafft. Die Zwerge haben uns aufgehalten und der Kampf mit dem Riesenskorpion hat auch Zeit gekostet. Ich hoffe, der Brief erreicht dich noch rechtzeitig. Korax lässt dich auch lieb grüßen und ich muss jetzt los, denn der Hieronymus ist schon wieder ganz zappelig. Liebe Grüße, deine Susi. Das war schön von der Susi Strohhut zu hören, beziehungsweise zu lesen. Oder, naja, ist ja egal, lese hören. Und hier muss ich jetzt noch etwas zum Schluss sagen, hat sie gemeint. Exe, Mexe, das zum Schluss, der Zauberstab nun heimkehren muss. Und weg ist er. Tja, das war halt ein Zauberabenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Bussi, Baba.